Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA Ultimate Team. Die Spieler sind noch alle fit und haben auch noch alle Vertrag, weil ich das gerade schon erledigt habe ohne euch. Johnson war ein bisschen angeschlagen mit 77, Loris und auch Gerard ist das, glaube ich, genau, hatten keinen Vertrag mehr. Also habe ich die schnell verlängert. Und dann kann es auch direkt weitergehen mit dem nächsten Match. Bisher habe ich noch keine Kommentare von euch gelesen. Vielleicht war da schon was dabei, aber ich glaube, ich habe auch gar keine bekommen auf die ersten drei Videos. Von daher spiele ich erstmal mit dem Team weiter und schau mal, was dabei rumkommt. Jetzt hier gegen einen Chelsea Man City Abklatsch oder so, der sich FC Barcelona nennt und BVB als Teamname hat. Multikulturell. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Hier ein bisschen Barça ist dabei, bisschen Spanien, viel auch englische Premier League. So Hälfte, Hälfte kann man sagen. Wobei kann man nicht genau sagen, weil halt genau ein Spieler halt 11 durch Dings, durch 2 kann man nicht auf eine gerade Anzahl teilen. Das meinte ich eigentlich. Und deswegen kann man nicht genau sagen, Hälfte, Hälfte. Da müsste man einen Spieler durchschneiden und in beide Ligen stecken. Dann wird es vielleicht gehen. Der steht im Abseits, der Suarez. Und dann mal schauen, was hier geht gegen das Team Benzema. Auch ein guter Stürmer, finde ich. Ich spiele auch gerne, wenn ich Real Madrid habe, mit Benzema. Zwar nicht ganz vorne drin, sondern auch über die Flügel, wie er hier scheinbar auch zu kommen scheint. Weil vorne drin natürlich Ronaldo der Brecher ist, den ich ja leider noch nicht gezogen habe. Auf sowas wartet man immer so. Messi oder Ronaldo. Am besten noch in Form oder sogar Team of the Week, Year, whatever. Week ist doch in Form, oder? Ich check das immer nie. Auf jeden Fall am besten irgendwie was, was den Status noch erhöht, damit man noch mehr Coins damit machen kann. Ich würde sie nicht mal spielen lassen, ich würde sie einfach verkaufen und davon gefühlt 2 Millionen Packer ziehen bestimmt. War der im Abseits? Ich weiß es nicht. Ah, es war kein Abseits. Und da ist die Bude. Wer war's? Es war Kagawa. Kagawa Shinji. Schauen wir mal, ob er irgendwann mal wieder zurück zu Dortmund kommt. Kagawa Shinji mit dem 1-0. Erst hat der gegnerische Torwart noch gehalten. Wer ist da im Tor? Ah, es ist Cech. Erkennt man immer schön an dem Helm, den er ja seit seinem Schädelbasisbruch war es, glaube ich, immer trägt zu spielen. Nachspielen glaube ich nicht mehr, aber bei Spielen trägt er den halt immer noch. Hat auch, glaube ich, eine Sondergenehmigung dafür. Ich weiß das gar nicht, wie das funktioniert, ob man den einfach aufziehen darf. Na, theoretisch schon. Es haben früher auch immer alle mit Cappy gespielt oder so. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber früher war das gang und gäbe. Oh, ja, er zieht. Gut, Freistoß. Jetzt schauen wir mal, was aus dem Freistoß wird. Hier sieht man Benzema ganze Zeit am Drücken. Nicht mal am Ziehen, sondern am Drücken. Und dann muss es halt irgendwann den Freistoß geben. Oh, schauen wir mal. Den kriegt er noch. Gerard auf und davon. Mit der Flanke. Und. Ah, oh, der kommt noch ran. Hernandez kam noch ran. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, und er schenkt mir den Ball quasi direkt wieder. Dankeschön. Ah, da läuft Kagawa nicht mit. Das war nicht gut. Aber jetzt hat Efra den Ball ohne Probleme. Oh, der passt zum Gegner. Der passt zum Gegner. Aber auch das konnte ich gerade noch abfangen, die flache Flanke. Und jetzt mal schauen, was jetzt geht nach vorne. Ah, da wollte ich gerade passen, da fällt er hin. Und er schießt einfach mal. Ich weiß nicht, wäre ich da zuletzt dran oder der Gegner. Das müssen wir jetzt vielleicht nochmal. Ne, wir müssen es nicht nochmal sehen, weil ich den Abstoß krieg. Sonst hätte ich natürlich irgendwie Videobeweise am besten gefordert oder so. Gibt's ja leider nicht im Fußball. Wird auch vermutlich nie kommen. Da stellen sich ja einige alte Leute quer. Wie auch bei der Torlinientechnik in Deutschland. Wo ein paar Vereine dagegen sind, es leckt gerade leicht gegen den Gegner. Also, falls ihr dachtet, das Video hängt, das war nicht der Fall. Es hat kurz geleckt gegen ihn. Das ist immer, wenn der Gegner, wenn der Internet, wollte ich sagen.
Wenn der Gegner nicht so eine gute Connection hat, dann kann das schon mal vorkommen. Bei mir sollte das eigentlich nie an mir liegen, außer Unity Media macht mal wieder Scheiße. Das kann ja auch schon mal vorkommen. Oder hat man einen Ausfall zu beklagen oder so. Hier war es jetzt abseits. Auch von Kagawa, glaube ich, wieder. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da ist er zu früh gestartet. Es war aber Hernandez, nicht mehr Kagawa. Die sehen alle so klein aus und so süß und die könnten das alle sein, glaube ich. Aber. Oh, kriege ich den? Ne, den kriege ich nicht. Der Pass war ungenau auf Negredo. Ich muss erstmal noch die Nummern hier lernen, wer welche Nummer hat, um das immer direkt zu checken, wer da am Ball war. Das war jetzt wieder Hernandez, der da sichtlich bedient ist, dass der nicht ins Tor ging. Und was macht er jetzt? Danke für die Ecke. Was will ich damit? Vielleicht ein Tor machen? Das wäre jetzt cool. Ah, der geht nicht rein. Nee, schade. Warum auch immer der mir die Ecke geschenkt hat. Ah, er will jetzt irgendwie da durchtanken sich. Ja, gar nicht mal so schlecht. Oh, fuck. Ja, und da macht er ein Tor. So kann man es auch machen. Mir die Ecke schenken und dann im Gegenzug direkt das Tor machen. Oh Mann, ey. Da hätte ich mich nie so auskontern lassen dürfen. Da muss ich irgendwie hinten kompakter stehen. Er schaut sich jetzt auch nochmal an. So Gegner mag ich ja eigentlich nie, die sich das nochmal anschauen. Ich kann es aber mittlerweile sogar ein bisschen verstehen, wenn ich am Livestream bin oder halt, was ich ja in letzter Zeit nicht mehr so oft bin, oder halt hier in den Videos auch für euch, will ich euch die Tore halt auch nochmal gerne zeigen. Und ich weiß ja nicht, wie die Leute auch aufnehmen oder ob die überhaupt aufnehmen oder halt, ob sie es einfach nochmal sehen wollen. Vielleicht kann ja auch sein. Aber früher, als ich noch, ich war ja mal FIFA-E-Sportler quasi, da habe ich das immer gehasst, wenn der Gegner das Tor noch laufen gelassen hat. So ein richtiges Gammeltor gemacht am besten. Früher gab es ja noch Flankenbugs und sowas. Am besten so ein Tor gemacht. So ein Buggy-Tor halt, wo man nicht mal wirkliches Können für braucht, sondern halt einfach diesen Bug gelernt haben muss. Wenn die dann so ein Tor gemacht haben und das dann noch dreimal angeguckt haben, da bin ich hier die Wände hochgegangen teilweise. Da wussten meine Eltern auch direkt Bescheid, was da vorgefallen ist in dem Spiel. Dann kam ich raus aus dem Zimmer. Na, wieder verloren? Und dann war ich erst recht bedient natürlich. Wenn dann sowas kam von meinen Eltern, irgendwie meinem Vater, meiner Mutter. Wer kriegt da rot? Warum kriegt er rot? Ich habe irgendwas verpasst. Hä? Ich hab's echt nicht gescheckt. Ich guck zwar hier die ganze Zeit drauf, aber das will ich noch mal sehen. Ach so, er zieht mir voll die Beine weg. Okay, Elfmeter. Für nix. Also, naja, der Ball war halt weg, ne? Ich hab das gar nicht gescheckt. Es gibt hier Elfmeter für Poppes. Gerard schießt. Oh Gott, der ist schlecht. Ja, der geht auch drüber. Oh Mann, ey. Man hat das unten schon gesehen in der Leiste, wie schlecht der geschossen war. Oh Mann, ey. Ich habe aber eigentlich in dem richtigen Moment gedrückt. Ich weiß nicht, vielleicht haben die PlayStation-Controller ein kleines Delay oder so. Oder halt ein großes, scheinbar. Oder halt dadurch, dass das Internet ist und keine Ahnung. Wenn es mit dem Gegner nicht ganz so klappt, dann hat man da ja auch schon mal ein Delay. Soll ja schon mal vorgekommen sein. Ja, den habe ich. Oh, wohin passt der? Viel zu weit eigentlich. Aber jetzt vielleicht. Ah, da kommt, kann ich den Pass nicht spielen und da grätscht er doppelt. Aber einmal mit dem Foul. Oh, und dann passe ich direkt zu ihm. Ach, das war doch nix, Genie. Aber das war quasi genau dieselbe Aktion wie gerade. Der Ball war eigentlich schon weg. Und auch schon in der nächsten Spielsituation. Und es gibt halt noch einen Foul. Zum Glück für mich keine rote Karte. Oh, jetzt leckt's wieder. So, den habe ich ausgespielt. Two on two. Zack. Oh, der muss doch rein. Aber schlecht hält den mit links. Hernandez da natürlich nicht gut gemacht. Gerard jetzt mit der Ecke. Bringt die in die Mitte. Auf Vidic, Vidic, Vidic. Oh, da klärt einer kurz vor der Linie. Ich weiß nicht mal, wer es war. Oh Gott, ja. Foul mich. Ach, das war ein Foul von mir. Okay.
habe ich natürlich komplett andersrum gesehen. Ist ja klar. Deswegen verstehe ich da die Bayern-Fans auch ein bisschen. Man ist nie für die. Also, man ist immer gegen den Schiri eigentlich. Und dadurch denken die natürlich, wir wären es, aber wir haben halt recht als Dortmund-Fan. Ich bin da, ihr merkt selbst. 3 Tage nach dem Finale bin ich da immer noch nicht drüber hinweg, dass der Schiri da so eine Kacke gemacht hat. Aber was soll's? Was soll's? Kann man ja nicht ändern. Von daher abhaken, weitermachen. Nächste Saison einfach ein oder zwei Titel mehr holen. Ich will gar nicht sagen drei, weil das schafft Dortmund momentan eh nicht. Vielleicht irgendwann mal in, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Aber momentan ist da halt, ja, noch kein Top-Spieler in Sicht. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob wir Immobilie kaufen. Also nicht das Haus oder so, sondern den Spieler Immobilie. Von, ich weiß gar nicht, wo er spielt, Neapel oder so. Nee, Turin spielt er, glaube ich. FC Turin oder so. Irgendwie sowas war das. Da war das mit den Transferrechten ein bisschen nicht so sicher. Und der Ball geht auch nicht rein. Den muss ich reinmachen. Hernandez hier. Tschech kann den noch locker halten. Da wollte ich ihn reinschlänzen so ein bisschen, aber naja, das war halt nichts. Auch hier ist Tschech wieder zur Stelle. Ich glaube, ich spreche den Namen von dem immer falsch aus, aber keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Vielleicht muss ich mir da mal ein paar Fußball-Kommentatoren anhören, wie die das machen, aber die sind ja auch nicht dafür bekannt, die Namen immer richtig auszusprechen. Ich sag nur, bei Mkhitaryan, da machen die immer Fehler. Ich habe, glaube ich, noch keinen gehört, der das richtig ausgesprochen hat. Jetzt Kagawa mal in die Mitte auf Hernandez. Hernandez! Und da ist die Bude 2 zu 1 in der 56. Spielminute. Hernandez feiert sich da zurecht. Auch hier will ich es jetzt noch einmal angucken. Ich weiß, ich habe vorhin noch gesagt, ja, der Gegner ist dann sauer. Also ich wäre dann sauer. Aber ich will es euch halt nochmal zeigen. Jetzt drücke ich es auch direkt weg nach einmal, damit der Gegner nicht zu sauer ist. Ich hatte mal ein Spiel, da habe ich einen Livestream gemacht und echt immer alle 3 Wiederholungen oder wie viele da kamen angeguckt und auch noch gejubelt und keine Ahnung. Und der Gegner hat mich am Ende echt angeschrieben, habe ich erst einen Tag später gesehen, habe ich da gar nicht gesehen so schnell. Und hat mich echt angeschrieben, Fairplay kennt sie ja nicht und all sowas. Und das ist halt auch ein Deutscher, war keine Ahnung, ob er mich kannte oder ob er einfach auf gut Glück auf Deutsch geschrieben hat, weil ich halt auch da noch mit meinem Dortmund-Team gespielt habe und so. Und hier auch wieder ein Schuss. Aber Tschech macht hier, was er kann. Hä, was ist jetzt? Schon wieder rot oder was? Nee, Freistoß und gelb, glaube ich. Suarez verletzt. Muss ich danach eine Karte ziehen? Oh, ich wollte eigentlich mit Gerard schießen, hab's jetzt erst gecheckt, dass irgendwer anders schon geschossen hat in dem Moment. War ein bisschen der Spätchecker gerade. Komm, zieh dran. Oh, zieh ihm doch irgendwas weg. Ja, den hab ich. Jawohl, Abstoß. Kein Thema, Abstoß. Jetzt weit nach außen. Nach innen, nach außen, nach innen. Ah, einmal ausgetrickst und wieder nach außen. Und jetzt wieder nach innen. Ah, den kriegt keiner von mir. Da kommt keiner ran. Schade, schade, schade. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Vidic jetzt. Kagawa. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, da wollte er mich gut aussteigen lassen. Hat es aber nicht ganz funktioniert. Ah, da komme ich nicht vorbei. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Da muss man irgendwie vorbeigehen. Das hatte er auch gut vor. Eigentlich hatte er jetzt relativ gute Ideen sogar, aber oh, jetzt kann er es vielleicht umsetzen. Nein, 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 nein. Ja, ich habe den Ball. Komm, sitz nach. Komm, nachsetzen. Zack.
Was machen die? Oh Gott, was machen die? Jetzt Girard. Erstmal wieder den Ball. Ich verliere den Ball halt wieder direkt. Gerade mal so in den gegnerischen, in die gegnerische Hälfte bekommen. Jetzt vielleicht mal. Oh nee. Kagawa verkackst da auch wieder direkt. Und ich räume ihn direkt zwei ab. Oh Gott, und dann wieder der Fehlpass. Das ist hier gerade ein vom Fehlpässen geplagtes Spiel. Da fake ich kurz Torwart an. Oh Gott, und er zieht einfach mal drauf und macht die Bude. 77. Spielminute. Und keine Chance zur Abwehr für den Torwart, für Loris. Oh Mann, ne? 2 zu 2 in der 77. Spielminute. Da müssen wir jetzt nochmal Gas geben. Die letzten knapp 12 Minuten mit Nachspielzeit jetzt noch. Also Ingame-Minuten natürlich. Ihr müsst jetzt keine 12 Minuten mehr das Video gucken. Oh Gott. Ja, den hält er, jawohl. Gut, gut gehalten. Da war ich kurz nervös, ob er den wirklich hält oder ob er den vielleicht doch vorbeischießt, aber. Ob er den vielleicht doch vorbeilässt. Ich sag schon vorbeischießt. Ob er den hält oder vorbeischießt. Ja. Keine Ahnung, was da in meinem Kopf wieder vorging. Jetzt hier der weite Ball auf Hernandez. Hernandez kann in die Mitte ziehen und macht die Bude. Da ist das Ding. Hernandez feiert sich zurecht. Der hat alle Zeit der Welt. Schön eingeleitet von Loris. Und dann, ja, kann man in die Mitte ziehen, kann sich alle Zeit der Welt lassen und ihn schön ins lange Eck hämmern. Hier sehen wir noch die verkackte Grätsche und dann bam, schön ins lange Eck. Das musste ich jetzt auch zweimal angucken. Tut mir leid. Benjo 13.068, aber so ist das Leben halt. Manchmal hat man Glück und manchmal haben die anderen Pech. Oder so. Eigentlich für dich genau umgekehrt in diesem Fall. Manchmal hat man Pech und manchmal haben die anderen Glück. Ich hatte in dem Fall Glück, dass der Ball so gut durchkam. Man macht das zwar öfter mal nach Ecken und probiert das auch immer wieder. Das ging auch schon im FIFA 13 teilweise gut. Jetzt Gerard hier durch. Zieht in die Mitte. Ins lange Eck. Und da ist das Ding gegessen. 4 zu 2. Das holt der Gegner nicht mehr auf. Gerard schön abgewartet noch. Wir sehen es gleich nochmal hier. Hier wartet er erstmal und zieht dann in die Mitte. Da war der Gegner schon 10 Meter weiter, fast an der Grundlinie. Da dachte ich mir mal, ziehen wir mal in die Mitte. So nach dem Motto. Er dachte halt, ich laufe bis zur Grundlinie und mache dann irgendwas. Oh, jetzt der Gegner nochmal. Auch nochmal ein Tor. Benzema. Anstoßbock nennt man das auch. Aber chillen wir mal ein bisschen. Passen mal ein bisschen rum hier. Der Gegner holt das nicht mehr auf. Jetzt hier Velkert. Lässt hier einen aussteigen. Schießt. Oh, ins kurze Eck. Da war Petr Cech aber zur Stelle. Von daher kein Problem zur Abwehr. Hier sehen wir es nochmal. Zack, da der abgewehrt. Jetzt holen wir ihn hier kurz ran. Wer ist denn das, wer da kurz kommt? Wieder Velkert. Ah, kriegt den Ball hier abgenommen. Das war vielleicht nicht so optimal gespielt von mir. Aber kein Problem. Er hat noch nicht auf sehr offensiv gestellt, scheinbar. Jetzt kann ich mir sogar nochmal den Ball hier an die Außenlinie befördern. Und nochmal einen Einwurf rausholen, der zwar nichts mehr wert ist, aber meine Güte. Und vielleicht, ja, da ist sogar noch die Bude. Young war es, glaube ich. Darren Young. Mit dem 5 zu 3. Damit habe ich auch dafür die 200 Coins. Leider bin ich nicht ohne Gegentor geblieben. Von daher gibt es da nochmal dicken Abzug. Ich glaube, pro Gegentor sind das auch nochmal 40 oder so. Oder? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie viel das pro Gegentor ist. Ich kann es aber gleich auch eh nachgucken. Ah, jetzt ist der Abpfiff. Da war gerade wieder Gerard gestartet sogar. Aber
Naja, es hat halt nicht sein sollen für den Gegner. Wenn ihr, wie gesagt, Vorschläge für dieses Team habt, BPL, Barclays, Premier League, ein englisches Team, schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr einen Vorschlag für ein deutsches Nationalteam habt, schreibt's ebenfalls in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, was ich noch besser machen kann, schreibt das auch in die Kommentare. Wenn ihr gegen mich spielen wollt, schreibt es entweder in die Kommentare oder addet mich einfach auf der PlayStation. Den Nick schreibe ich wie immer unten in die Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch die anderen Videos gucken. Hier, wie viel Abzug habe ich gekriegt? 20 kriegt man pro Gegentor Abzug. Naja. Karten hatte ich keine. Da hatte der Gegner ja, glaube ich, sogar nur rote. Die völlig gerechtfertigt war natürlich. So ist das halt. Ja, ich würde einfach mal sagen, mit diesem schönen Bildschirm verlasse ich euch für heute. Schaltet morgen um 20 Uhr wieder ein. Bis dahin noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.